Was? Bestimmt. Ach, hier ist sogar ein größeres Bärchen. Das nehmen wir mit. Das gibt Erfahrung. Das ist gerade selbst für mich ein bisschen herausfordernd. Aber jetzt geht's. Die meisten sind schon tot. Die meisten sind ja jetzt schon tot. Jetzt. Sepp kommt an und die Action ist gleich vorbei, pass auf. Und mein Inventar ist schon fast wieder voll. Ja. Aber war nichts Großes. Waren nur ein paar Gegner. Ohne Event oder sonst was, einfach nur Gegner, die in der Gegend rumstanden. Langhornschaf. Schaf, so flauschig. Den Gebirgspirschel töten und weiterlaufen. Dahin, wo du vorhin hin wolltest. Jetzt ist die Frage, kommen wir hier runter, ohne zu verrecken? Ja, das geht. Ui, das solltest du nicht tun, Sepp! Bin ich? Nein, ich heb dich direkt auf. Ich bin mal kein Arsch. Zumindest nicht in der Verbindung, ne? Können ja nicht immer gemein zu dir sein. Sonst ist es nicht mehr lustig. Irgendwann wird der Witz halt alt, wenn man ihn zu oft macht. Ja und? Philipp ist immer noch älter als ich. Und Aga ist auch noch älter als ich. Nee, Sepp nicht. Sepp ist jünger. Ja, du magst doch Metallstangen so gerne. Du machst doch damit immer so komische Sachen. Hat mir Arga erzählt von euren gemeinsamen Spielchen. Zuschauer der Pagans kennen das schon, wenn sie länger dabei sind. Genauso wie Sepp scheinbar eine Vorliebe für Argas Achselhaare hat. Wir fragen nicht genauer nach. Also Felix und ich sagen uns immer so, ja gut, lass die beiden machen. Lass der Liebe ihren freien Lauf, aber Sepp steckt halt gerne einen für die Mannschaft weg, habe ich gehört. Oh Gott! Für die Mannschaften so, ja. Decken wir dann nochmal das Gebiet auf und dann töten wir noch ein paar Feinde und dann bin ich auch gleich schon Level 20. Mir fehlt nur noch circa, ja, zwei Drittel von einem. Nicht mal mehr zwei Drittel durch die Entdeckung des Gebiets jetzt gerade. Da ist noch eine Sehenswürdigkeit, da ist noch eine Wegmarke und dann haben wir es auch fast. Och nö. Und nochmal zurück zum Wasser. Weil der unter der Fläche hier ist. Doch. Sepp freut sich gerade, dass er noch im Wasser war, weil er zu langsam war und nicht zurücklaufen muss. Trotzdem habe ich dich gleich eingeholt. Ja, und ich habe die Sehenswürdigkeit und bin schon wieder auf dem Weg zurück. Ja, du kannst auf beides. Ja, aber dann kommst du auch hin, wenn du wieder zurückschwimmst und außenrum gehst. Da war ich mir nämlich.
Da war ich mir nämlich nicht sicher, wie man da drüben an der Seite am gescheitesten hochkommt. Als hätte ich jetzt jedes Gebiet so im Kopf, dass ich genau weiß, was da ist. Trotzdem bin ich vor dir an der Wegmarke. Ah, ganz knapp nicht ausgereicht fürs Level. Ich brauche noch 200. 227, ja, 227 Erfahrungspunkte. Wo holen wir die denn am besten? Der Straße folgen. Bist du dir sicher? Der kleine Sepp möchte im Bälleparadies abgeholt werden. Können einen auch gar keinen Spaß heutzutage, ne? Glaube ich hier. Das Ding verteidigen. Können wir auch machen. Ist mal ganz gut. Der muss in die Stadt, wo wir gerade herkommen. Heißt Rambo, ja, es läuft langsam, aber es holzt halt alles im Weg weg. Ja, na doch, der Baum ist weg. Wambo, du bist so ein Wambo, RCS Wambo. Oh, das war voll Legolas-like. Ich bin voll über den Felsen gesprungen und habe im Sprung einen erschossen. Guck in die Aufnahme. Was denn? Ja. Stufenaufstieg! Oh, ich krieg einen Ring. Noch ein Brauer. Warum sind hier so viele Brauer, aber kein Bier? Sepp kriegt wieder nichts rechtzeitig mit. Nichts anderes, nichts anderes. Philipp, wie viel fehlt dir noch? Alles klar. Wir sehen's doch sogar schon. Musst einfach rückwärts laufen. Dann kommt er hier gar nicht mehr so langsam vor. Guck mal, das Vieh rennt aber auch direkt in die Feinde rein. Das hat wenigstens hier richtig Mumm in den Knochen. Ich habe ein freundlich. Warum zur Hölle hält dieses freundliche Kaninchen so viel aus? Da war ein freundliches Kaninchen und ich habe es aus Versehen angegriffen.
Weißt du, Sepp kriegt immer dann alles mit, wenn alle, wenn alles weg ist. Hast nicht mal den einzigen Lebenden damit doch erwischt. Er muss halt ein bisschen berechnen spielen. Weißt du, denken bei Spielen solltest du seit Dark Souls eigentlich kennen. Und das sah man oft, und das sah man vor allen Dingen auch, als du den ersten Teil zum ersten Mal gespielt hast. Wie oft? Wie oft bist du in deinem ersten Durchlauf gestorben? Das ist ja noch voll viel. Ja gut, das sind so typische Geschichten, aber Tod ist Tod. Ich bin in meinem besten Durchlauf bin ich fünfmal gestorben. In meinem ersten Durchlauf glaube ich so um die 10. Doch? Doch? Aber ich habe vorher auch schon mal Demon's Souls gespielt und Demon's Souls ist schlimmer als Dark Souls. Ich hab's schlimmer in Erinnerung als jedes Dark Souls-Spiel. Ich hör schon Sepp ins Mikrofon winseln. Ja, aber wenn du dann das nächste Mal hier sitzt und in Demon's Souls gespielt hast, ah, das Spiel ist so schwer. Demon's Souls ist schlimmer. Demon's Souls ist schlimmer. Oder Philipp? Einfach hochstellen, oben auf die Treppe. Ja, dann tötest du die Hunde. Ja, dann tötest du die Hunde. Dann musst du halt dafür sorgen, dass sie dich dabei nicht erwischen. So, jetzt bin ich gerade am Überlegen, was wir am geschicktesten machen, um bei Philipp noch das Level voll zu kriegen. Dann hacken wir Bäume und töten alles, was sich bewegt. Ah, stimmt. Hat's schon geschafft. Weil wir ein Gebiet aufgedeckt haben, glaube ich. So. Gut, dann, keine Ahnung, ob hier ein Wegpunkt in der Nähe ist. Ja, doch, ein bisschen weiter oben. Kannst du meinetwegen tun, wenn du willst. Wir, liebe Zuschauer, sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Aufnahme wieder. Ihr habt jetzt wieder 8 weitere Folgen, damit haben wir den Dezember dann auch schon abgehandelt. Das heißt, wir sind theoretisch für dieses Jahr durch. Guten Rutsch! Ja, das können wir eigentlich schon sagen. Ihr hattet hoffentlich ein schönes Weihnachtsfest, wie wir dann hoffentlich auch gehabt haben, und kommt hoffentlich gut ins neue Jahr und schaut dann weiter Guild Wars. Achso, okay. Du hast mich kurz verwirrt. Auf jeden Fall, wenn diese Folge noch vor Silvester kommt, einen guten Rutsch, wenn diese Folge nach Silvester kommt, dann ein frohes Neues und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Guild Wars. Und tschüss.